Die ICE-Linie 75 verbindet Hamburg und Kopenhagen im 2-Stunden-Takt. In Puttgarden wird der Zug auf eine Fähre nach Dänemark verladen und setzt seinen Weg von dort aus nach Kopenhagen fort. Die Regionalbahn 85 verbindet den Lübecker Hauptbahnhof ebenfalls mit Puttgarden. Daneben haben wir die Regionalbahn Nummer 84 von Kiel nach Lübeck. Der gesamte Schienenverkehr Richtung Norden von Lübeck oder Hamburg aus läuft demnach über Bad Schwartau, über die beiden Gleise, die sogenannte Bestandstrasse. Bad Schwartau wird damit zum Nadelöhr, Bad Schwartau wird damit zum neuralgischen Punkt für die Hinterlandanbindung im Zusammenhang der festen Fehmarn-Weltquerung.